Ho, ho, ho und fröhliche Weihnachten, liebe Zuschauer und auch salvierte Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Against, der Angriff der Weihnachtsbäume. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und ich bin natürlich nicht alleine da, der Mr. Möb ist auch am Start, ich grüße dich. Ja, ebenfalls ho, ho, ho und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet alle, ich nehme mal an, dass wir das heute am ersten Weihnachtsfeiertag rausbringen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, Also auf jeden Fall, egal wie, ich hoffe, ihr bekommt noch was Schönes oder ihr habt schon gekriegt. So. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, ich habe jetzt, ich krieg vielleicht auch noch was. Vielleicht finden wir hier noch Paravorn. Willst du ein Friedensabkommen? Nee, schade. Okay, gut. Naja, Versuch was wert. nee, geht ja sowieso nicht. Dann wäre ich nicht mehr vertrauenswürdig, ne? Echt? Weil du gerade eben den Krieg erklärt hast? Ja, wenn du das innerhalb von 10 Runden ein Friedensabkommen dann mit dem machst, dann, ja, dann kriegst du einen Malus auf die... Klar, das ist nicht vertrauenswürdig, weil du einen Frieden suchst. Ja, das ist übrigens insofern auch total mies, wenn du hier das, wenn du das spielst, ne? Und dann, sagen wir mal, du bist von Anfang an im Krieg mit einer KI-Fraktion, Runde 1... Und dann kommt die KI-Fraktion in Runde 2 an und bietet dir einen Frieden an und du nimmst den an, dann bist du auf einmal nicht mehr vertrauenswürdig, weil die Kriege, die du zu Spielbeginn hast, zählen so, als hättest du die begonnen. Das ist total... Das ist auch gut, ne? Ja, total ist, sinnvoll. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin mehr als überzeugt davon, dass das jeder Logik folgt, die ich... Nein? So, wir erleben jetzt hier auch einen Kampf, meine Damen und Herren, auch wenn meiner jetzt, er wird schwerer als der von Günther. Das sagt er immer, der alte Weihnachtsmann. Aber es ist doch wahr. Uff, so. Okay. Gut, du hast jede Menge Crap. Ja. Die berittenen Freibauern, die können sich auch gleich frei nehmen, würde ich jetzt mal behaupten, weil... wirklich viel reißen werden die, glaube ich, tendenziell nicht. Ja. Aber ich sag mal auf jeden Fall hier Power to the Bauer, ne? Also. Bauer sucht Baum. Bauer sucht Baum. Ja, Bauer sucht Baum. Genau. Neue RTL-Serie. Ja, Junge, an jede Dryade, die wir dir hier platschnetzeln, da pinkel ich höchstpersönlich dran. Ich sag's dir. Du wirst gar nicht dazu kommen zum Pinkeln, sage ich dir. Ja. Ist das eine gute Idee, mich im Wald zu verstecken? Ich weiß es nicht. Versteck mich in deinen Einheiten. Müsse du selber wissen, ne? Also. So, wo ist denn der Duderich hier? Okay. Dann, ich will mal sagen, von mir aus können wir gleich loslegen. Warte mal halt. Einen kleinen Moment. Achso, ich muss hier noch aufpassen. So. Ich brauche noch einen Moment. Ich habe halt so viel Kavallerie, die bringt einem halt so herzlich wenig, ne? Ja. Das denke ich mir schon. Vor allem gegen so eine Horde an Infantry. Die infantile Infanterie, die ich hier habe. Wie ich dir schon in der Probe gesagt habe, das Schöne daran ist, jegliche Strategie geht zum Teufel, einfach Attacke! Genau, ja. Denn viele Möglichkeiten habe ich tatsächlich nicht. jetzt verkünstel dich nicht, komm, bring's hinter dich. Ja, warte bitte. Mounted Yeoman! Dim, 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 dim. Schneeflöckchen, Weißröckchen. So steht meine Armee. Ja, ich glaube, sie steht. Aha, oho. Dann gehen wir doch mal da runterwärts. Es ist garantiert keine Falle, meine Freunde. Ich bin mir sicher, das geht alles hier mit rechten Dingen zu. Yeoman! Spurs, lads!
Cavitam! Men of Bretonia! Spearmen at arms! Peasant bowmen! Fire! Get him moving! Get him moving! Like the wind! Foul! Ready to serve! Da wanken schon die ersten Einheiten von mir. Mounted and ready! Right! Faith is my armor! Autsch. We are ready! You archers! On to glory! God help us! Ja, er sagt schon, God help us. In der Tat. Da kann denen wirklich nur noch Gott helfen. Schau mal hier, die meisten Einheiten rennen schon einfach weg. Das halt, ich krieg halt hier keinen Moralbonus, ne? Bei der Verteidigung, ne? So wie du vorhin in der Stadt. Ja. Deswegen hauen meine Einheiten alle ab, ne? Also das ist halt, wenn ich hier Stadtmauern hätte, wäre das ja wenigstens noch eine gute Sache hier, aber relativ wenig. Außerdem verursachen meine Einheiten auch noch alle Angst, das kommt noch dazu. Und wie wir alle wissen, sind Freibauern die mutigsten Kämpfer. Das sind die mutigsten Einheiten, ja, das wird häufig unterschätzt. Das habe ich ja bei meinem Exen-Stream, wo ich Itza gespielt habe, festgestellt. Du kannst es tatsächlich fertig bringen, dass die davonrennen, die Bauern, noch bevor sie überhaupt irgendwie Nahkampf sehen, wenn du genügend Entsetzen und so weiter verursachst. Ja. Dann ist einfach sofort vorbei. So, jetzt sind wir wieder bei Murps Aussage, dass diese Schlacht hier schwieriger ist als die gegen als die ich hier hatte. Ich habe einfach nur besser taktiert, weißt du? Ja. Es liegt alles an deinem strategischen Genius. Genau, auf jeden Fall. Bin ich total auch fast der Meinung. So gut wie. Zugegebenermaßen, die Freibauern waren jetzt nicht gerade eine Hilfe. Die Briten Freibauern waren jetzt nicht gerade eine große Hilfe. Nee, hier war, um genau zu sein, war hier gar nichts an Einheiten, die ich hier hatte, eine Hilfe. In irgendeiner Art und Weise. Ich meine, ich kann deine Reiter weitgehend ignorieren. Wenn ich nämlich deine Infanterie in die Flucht schlage, dann kriegst du auch den Battle Loss Penalty. Ja, klar. So, ab in den Wald mit euch, Freunde. Human archers! Withdraw! Honor the lady! Honor the lady? What? Withdraw! Ah, das war's. Vorbei. GG. Also ganz im Ernst, wir waren echt beim ersten Mal überrascht, wie krass die Dryaden gegen die aufräumen, ne? Also, normalerweise würde ja jeder sagen, Dryaden, was für ein Scheiß. Muss man natürlich halt auch sagen, wenn man die gegen gepanzerte Einheiten spielt, dann ja. Und ja, das andere ist dann halt auch natürlich, wenn ihr die gegen die KI spielt, dann ja, ne? Weil die KI kriegt halt so viele Boni, dass die Dryaden dann nicht viel wirklich ausrichten, ne? Aber in dem Fall halt schon, also... Ja. Ich glaube, du hast mir sogar auch eine Einheit gekillt am Ende. Ich glaube, eine, ja. Und dann ist Paravon platt, oder? Wenn du das Ding da jetzt. Dann ist Paravon jetzt schon platt. Nee, die Einheit lebt noch! Oh ja, mit 6. Oh, krass, okay. Ja, gut zu wissen. Und das Krasse ist, Leute, selbst ausrauben kann man nicht machen, ne? Also man bekommt dann halt einfach keinen Bernstein. Also um den Bernstein jetzt hier zu bekommen, muss ich das jetzt hier so machen. Hast du einen Bernstein gekriegt? Jo. Dann muss ich mir das aufschreiben. Du durfst es ja... Ach nee, du hast es da oben niedergerissen, oder wie? Genau. Ey, Junge, ich habe 12.000 dafür bekommen. Die Gier schlägt zu. Jetzt muss ich überlegen, was ich da reinbaue. Das halte ich halt immer noch fürs Beste. Was? Nee, nix. Da freut er sich aber unanständig, ey. Ja, ich denke, was ist das?
Geschossschaden, das ist genau das, was ich jetzt brauchen kann, ne? Nicht. So. Dann, guck mal, kann ich hier jetzt noch was bauen? Ja, ich kann noch was bauen. Das wäre sehr gut. Ich könnte auch das hier dringend brauchen, weil dann kann ich nämlich dann diese Einheiten bald machen. Aber vorher muss ich eigentlich... Ja, also ich muss erstmal mich um andere Dinge kümmern hier. So, kann ich jetzt hier... Nee, handeln wollen die immer noch nicht. Sag mal, Günner, kannst du mir eigentlich erklären, das ist mir bei meinem Skarsnik-Spiel passiert, also da sind wirklich viele kuriose Dinge passiert, muss man dazu sagen. Kannst du mir erklären, wie es sein kann, dass ich mit niemandem irgendwelche Verträge habe als Grünhaut, aber und auch nie einen Krieg begonnen habe, also wirklich nie, und trotzdem immer unzuverlässiger in der Diplomatie wurde? Das war so ein Mysterium, das sich keiner erklären konnte. Vielleicht ist das eine spezielle Kampagnenmechanik, wenn du irgendwelche Aufgaben nicht löst oder so, die das Spiel dir gibt, irgendwelche Missionen nicht machst oder so. Okay, stand halt jetzt nicht so offensichtlich dran. Könnte ich mir jetzt auch nur vorstellen. Also wie gesagt, ich stimme dir dazu, aber dann war es nicht offensichtlich erläutert. So. Bin ich im Quenell. Das ist halt immer wieder das Lustige, ne? Als Waldelf hast du es extrem schwer, dich irgendwo festzusetzen, weil da die Orte, die du eroberst, easy picking können halt nix, sind. Ja, genau. Kannst halt nichts verteidigen, ne? Absolut wahr. Ich habe gerade eben meinen Weihnachts-Orangensaftschorle. Natürlich mit Zimt. Ja. Ich kann nicht wissen, wie es war. Es ist Weihnachten, da muss alles mit Zimt. Und ich trinke hier gleich mein Eierlikör. Ne? Mit Zimt. Ja, mit Zimt natürlich. Ist ja Weihnachten. Ne? Ich meine, warum sollten an Weihnachten irgendwelche Getränke schmecken? Freut man sich wieder aufs neue Jahr, ne? Ui. Nix. Der Gulaschen. Macht immer so Andeutungen. So, okay. Und A, O, A, I. Genau, A, I, U, A, A. Na, also wir machen es ja genauso wie bei dem anderen, ne? Also wenn man ein Gebäude ausbaut, dann also wir zählen ja einfach nur die gewonnenen Bernsteine, ne? Also nicht, wenn ich welche ausgebe, die zählen nicht, ne? Wenn du Bernsteine ausgibst? Ja, zum Ausbau zum Beispiel des Hauptgebäudes. Nee, das ist ja Quatsch. Das heißt, es wird immer bloß notiert, ich habe jetzt einen Bernstein gewonnen oder ich habe zwei gewonnen, so nach dem Motto, genau. Ja. Gut. Ihr seht, wie gut wir vorbereitet sind. Also, ich meine, du kannst das aber auch sehen oben, ne? Du siehst das da oben bei den Bernstein-Details, wenn du da mal, mach mal Mauscursor drüber. Stimmt, Siedlung, ne? Plus 4. Also ich habe jetzt insgesamt plus 4 und du wahrscheinlich plus 3. So, now you know. Alles klar, wunderbar. Das heißt aber auch, man muss halt die Städte halt halten, ne? Wenn man diesen Bonus haben will, weil dann gehen die halt wieder verloren. Du hast ja nur Bernstein, wenn du die Dinger hältst. Die Orte. Ja, so ist es, glaube ich, ja. Ja. Willst du denn 80 Bernstein zusammenkriegen? Musst ja die halbe Welt besitzen, damit du die ewige Eiche auf die höchste Stufe ausbauen kannst. Und dann für was, bitteschön? Dafür, dass du dann endlich minus 25% Unterhalt für alle Einheiten kriegst. Ja, das ist auf jeden Fall klar. So, können wir mal ganz kurze, klitzekleine Pause machen? Können wir machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und du auch, ne? Mhm. Ich habe was zu trinken geholt und ich wollte noch was gucken. Das sind aber viele S.
Ja, ich bin da auch noch nicht so ganz cool. Das ist schon mal gut. Azrael, I will not believe a word you say. Was But kann ich denn da speak noch bauen? it shall Ist da be nicht irgendwas, was mir noch. Sehr gut. Ah, das You have wäre been cool. granted safe passage. So, Wäre auch cool. Bernstein kriegt man, wenn es militärische Verbündete oder Vasallen sind. Okay, na, wenn das mal I will hear what you have to say. keine schwachsinnige Überlegung ist. Klar, okay. Jetzt vielleicht. Cool, okay. So, und jetzt würde ich trotzdem gerne noch Come then, hier messenger. Spit out den your words, Penner so I can be done. Das hier anbieten. Okay, warte mal dann. Vielleicht so. Okay. Es ist mir auch so viel wert. Vielleicht so. Okay, gut. Halleluja. Und da wir 10 Runden vorbei haben. Okay, Was ist gerade ich bin die eben Zwerge los. Ich bin die Zwerge los. Ah, mit Karak-Norn hattest du natürlich Stress. Günnar lebt in der permanenten Angst vor dem gemeinen Bartträger. Denn wir sind natürlich vor dem Weihnachtsmann davongelaufen. Und ja, wir haben Angst, dass jeder von ihnen er sein könnte. Oh Mann. Ja. So, da kommt eine ganze Armee von Weihnachtsmännern. Lauf! Wir müssen die Zwerge vasalisieren, um den richtigen Weihnachtsmann ausfindig machen zu können. Genau. Das ist es doch, ey. Kann man eigentlich auch eine ganze Menge auch damit machen, ne? Mit den Zwergen dann so weihnachtlich. Aber da müsste sie irgendwie. Nicht. Du müsstest irgendwie so einen Mod machen, dass die halt alle, wirklich jeder Zwerg irgendwie in so einem Santa Claus-Kostüm auf dem Schlachtfeld steht. Das wäre auf jeden Das Fall wäre schon geil, Mod, ne? ne? Ja. Was mache ich jetzt bloß? Was mache ich bloß? Es ist doch alles sinnlos, Freunde, was hier so gerade eben passiert. Ist es. Die kann ja sogar richtig was. Also ich wäre soweit. Cool. Dann denken wir noch das da kurz und so. Junge, was? Wie bewegst du denn jetzt bitte die Einheiten, sag mal? Spiel. I hate you. Abracadabra. Hab schon gesehen, was du da für ein Schweinkram machst. Da rennen die erst schon weg. Die Feiglinge! Lauft, Kinder, lauft! Der Möb, der will euch eh nichts Gutes. Das ist eine Lüge. Ja, das war natürlich gelogen, da hast du vollkommen recht.
Autsch. Naja, immerhin habe ich alle Zauber rausgeprügelt, die möglich waren. Auch wenn es so gut wie keinen Effekt hat. Bin übrigens echt überrascht, wie wenig Wyssans Tiergestalt am Ende tatsächlich bringt. Das hat gerade eben echt nicht viel gemacht. Das mich so ein bisschen erschüttert hat, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das ist ja schon Baumschrate, ne? Davon kann ich nur träumen. Das war's. GG. Moral minus 122. Mhm. Da war ihr komisches rotes Kleid auf einmal auch sehr befleckt. Grün. Also es war auf einmal rot. Oder? Nein, es war auf einmal sehr rot. Mhm. Aber man sieht halt einfach, ne, wenn du, also die Armee war jetzt schon extrem geschwächt, ne? Also die war jetzt nicht vollzählig und ich bin auch nach der Taktik immer feste Druff vorgegangen, ne? Du siehst einfach, die Bretonen haben keine Chance gegen diese Triaden. Also, sag mal, wo hast denn du nochmal Parabon aufgetrieben? Ja, die hat noch eine Stadt nördlich von mir, wusste ich gar nicht. Oh, so Richtung Helmgard oder was? Hab ich gerade gesehen, ne? Auf jeden Fall hole ich mir das jetzt, weil das bringt mir, ich glaube, 3 Bernsteine oder sowas. Nee, es kann, 3 kriegst du nicht. Nee, warte mal, 2. Einen hat es mir gebracht. Es würde mir noch einen mehr bringen, wenn ich die Hauptstadt einnähme. Ja, das wäre es wahrscheinlich. Ne? Weil ich sehe jetzt zum Beispiel, dass eine normale Stadt nur 2 bringt. Mhm. Also eine richtige Stadt, meine ich. Mhm. Also eine Siedlung bringt nur 1. Ja, die Regeneration dauert halt inzwischen dann doch schon sehr, sehr lange. Ich denke, ich muss jetzt auch mal hier nächste Runde mal wieder zurückspringen. Damit das hier noch was wird. Aber ich muss in Reichweite bleiben. Ich muss in Reichweite bleiben. Mhm. Oh, Judge Krusty, sagt er zumindest. Okay, dann. Welcome to the halls of Athel Lauren. Ja. Es wird nicht unkryptischer, was du da sagst. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche. Highborn. Ob ich hier noch irgendwelche Great Deals machen kann, wie ein berühmter amerikanischer Präsident jetzt sagen würde, aber... Ein Perfect Deal. Perfect Deals. Perfect Phone Calls, Perfect Deals, alles perfekt. Das Lustige ist, wir wissen ja noch, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht, ne, ist ja über einen Monat später, wir wissen gar nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt, was dann sein wird. Ne? Naja. Vielleicht ist der Witz gar nicht mehr witzig bis dahin. Bestimmt nicht. So. Ich mach mir mal einen Bernsteinstrich, ne? Jo. Auch wenn wir uns hoffentlich beide einig sind, dass du ihn nicht verdient hast. Absolut. So, warte mal. Absolut. So, jetzt bin ich erstmal wieder hier. Lustigerweise mache ich ja deutlich weniger als plötzlich. Was mich anätzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich glaube, ich habe mehr davon, wenn ich in die ich scheiß einfach drauf. Ja, das bisschen Regeneration. Komm schon. Boah, warum will der das nicht? Ich habe blöde Lawine. Letztens, vor einiger Zeit mal so spaßeshalber, eine Kampagne mit dem Delfinklistier angefangen zu spielen. Ja. Und die ist echt richtig gut. Die macht voll Bock. Also das ist eine coole, coole Figur. Ich war auch überrascht, dass da CA sich mal wieder so richtig geil geirrt hat in Sachen Hart.
Also wie gesagt, nur der Anfang ist hart, wenn du nicht weißt, wie du damit umzugehen hast mit den Orks. Wenn du die leben lässt, hast du echt Stress. Ja. Sind aber auch, glaube ich, die einzigen Orks im ganzen Spiel, die noch irgendwie eine Chance irgendwo haben, weil halt da nicht dieses bretonische imperiale Zwergenkonglomerat, also drei Großreiche direkt nebeneinander wohnen. Also ja. Ich meine, in Lustria wird noch richtig geprügelt. Mhm. Ja, und da muss man dazu sagen, dass das, dass da natürlich diese Orks gegen dich halt kämpfen. Gegen dich haben die halt eine Chance, ne? Also ich habe das schon gesehen hier in dem Spiel, dass da drei Ork-Fullstacks oder Fullstacks von den Greenskins irgendwie so eine Zwergenfestung belagern und die immer noch nicht einnehmen können, ne? Und komplett gewiped werden, sobald die angreifen, ne? Also das kriegen die auch nicht hin. Aber das ist halt tatsächlich. Aber bei dem Delfin-Klist hier, was ich halt krass fand, war, das war jetzt in unserem Against jetzt noch nicht so, da war nämlich der Markus Meyer-Wohlfahrt, der sitzt ja südlich, ne, von dir eigentlich. Der leicht, ne? Also südöstlich, und genau. Und der ist heftig, ne, der hat bei mir alle Echsen platt gemacht. Der hat sich die komplette Südhalbkugel geholt da unten, ne. Der ist total overpowered. Der ist echt gierig, also da... Ich glaube, der wurde schon genervt, aber der ist immer noch overpowered ohne Ende. Ja, ja. Also, das ist jenseits von Gut und Böse, was der Typ da abzieht. Mhm. Aber ich habe ja gehört, dass die Greenskins im neuen Jahr überarbeitet werden sollen. Ah ja. Was auch total notwendig wäre. Also nach dem, was ich jetzt hier schon gesehen habe, also mit jeder Überarbeitung, jetzt spätestens seitdem das Imperium überarbeitet wurde, haben Grün heute überhaupt nichts mehr zu lachen. Mhm. Also wirklich, es ist vorbei. Und daher sich ja die Bretonen seit neuestem jetzt immer mit dem Imperium verstehen und das Imperium sich grundsätzlich mit den Zwergen versteht, hast du halt echt keine andere Wahl. Aber du guck mal auf die Karte, rechts von uns, wenn du ganz nach rechts Warte mal eine Sekunde. Wir haben ja, glaube ich, noch nicht drüber geredet. Rechts, also ganz im Osten, ist eine riesige Zone auf einmal. Die war früher, glaube ich, nicht da. Im Osten? Ganz im Osten, im Nordosten, ist eine riesige Zone oberhalb dieses Meeres. Weißt du, was das ist in der normalen Warhammer? Da, wo die gefrorene See ist, meinst du das? Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber ich scroll mal raus. Also... Unbekannte See. Also, wenn du ganz nach rechts guckst, dann endet ja die Map. Und dann ist ja so. What the fuck? Alter, warum kann. Das gibt's doch nicht. Ja, ich ärgere mich gerade über was. Okay, gut. Also, auf jeden Fall, da ist ein riesiges Land. Das ist doppelt so groß, dreimal so groß wie das Imperium. Mhm. Und da befindet sich normalerweise in der Warhammer World das Reich der Chaoszwerge und der Ogerkönigreiche. Und diese Zone war vorher nicht da. Ah, krass. Maybe it has something to do with some downloadable content. Perhaps. Das hat Sigaro gefunden in unserem Let's Play Together und hat mich darauf aufmerksam gemacht. So, guck mal, da ist auf einmal was. Und das würde heißen, da kommt eventuell massiver Druck auf die Zwergenreiche zu. Weil das wäre natürlich etwas, was die erstmal abwehren müssten. Das wäre dann nicht mehr ganz so einfach für die. Hier, das meine, ne? Ja, okay, jetzt sehe ich auch, was du meinst. Ja, ja. Mhm. Ist halt wirklich riesig, das Gebiet, Alter, ey, ne? Die Karte muss man jetzt auch nicht noch größer machen, ne? Also, die ist schon so gigantisch, ne? Mhm. Na gut, aber auf der anderen Seite, ich finde es eigentlich ganz gut. Es soll ja, wenn Warhammer 3 kommt, muss ja irgendwas noch ins Spiel. Ja, das stimmt auch wieder, ne? So, King in the Woods. King in the Woods. Okay, das ätzt mich jetzt ein bisschen an, dass die Trolla da rumsteht. Ist nicht so geil, dann... Wieder zurück. Okay, ich habe diesen Käse hier geforscht. Boah, das Schlimme ist halt echt, du musst halt für alles, wirklich für alles Bernstein ausgeben. Das ist so Jetzt komm schon, jetzt handel mit mir. Der will immer noch nicht handeln, ey.
Waldelfen, weißt du, Waldelfen trauen anderen Waldelfen nicht über den Weg. Ja, ich würde dir auch nicht trauen. Ja, ja. Boah. Da kriegst du halt irgendwann auch mal die Gedanken so, wenn ich mit dir ein mühsames Militärbündnis aufbaue, bekomme ich einen Bernstein. Ein Bernstein. Wenn ich deine Stadt einnehme, kriege ich zwei. Ja. Oder du vasalisierst sie, ne? Das geht natürlich auch. Man könnte auf Gedanken kommen, ne? Ja, Vasalisierung ist aber auch so ein bisschen so eine absurde Sache. Meine Mucken sind noch auf. Hast ja auch keinen Spaß dran. Ich habe hier Orks neben mir. Buja, here we go. Das ist so schlimm bei den, Druki, ne? Mhm. Die schreienden Generälinnen, Generäle und so. Also die immer so. Ja. Das hätte man echt ein bisschen ungefälliger machen können, ja. Ja. Die Druki-Hools. Ja, also die Halla-Halla-Druids, ne? Also, ja. Oh, what the hell? Da kommt doch ein Ork an und will Stress mit mir. Das finde ich gut. Naja, der kommt dann aber auch zu dir. Oh, das finde ich schlecht. Der Weihnachtsbaum. The Weihnachtsbaum does not approve. Okay, pass auf. Mach mal bitte hier das. So, okay. Genau, wir gehen hier hin und dann machst du das. Komm. Zack. Und dann gehst du das. Eigentlich müsste ich die auch Zack. Easy besiegen. Und dann gehst du hier hin. Und dann haben wir wieder das. Und zack. Mhm. Und dann gehst du mal. Ah, übrigens, ich habe 2 Bernsteine bekommen. Ne? Okay, hast du irgendwas eingenommen? Ja. Ach, du hast Paravon da oben besiedelt. Ich sehe es. Ja, genau. Kannst du mir sagen, was das für eine strategische Position ist? Da steht nämlich dran: Königreiche, Hochelfen und Waldelfen von besonderer Bedeutung. Ja, steht bei mir auch dran. Ja, was ist denn das für ein Gebäude? Warte, ich gucke. Wahrzeichen, Gipfel von Paravon. Minus 5% Unterhalt bei mir für Riesenadler und Kriegsfalkenreiter. Rekrutierungskosten minus 30 für Riesenadler und Kriegsfalkenreiter. Und Rang bei Rekrutierung plus 3 für Dryaden. Nein, Quatsch. Also Riesenfalken und Kriegsfalkenreiter und Riesenadler. Stellt Garnison bereit. 3 Regimenter. Lass mich raten. Kriegsfalkenreiter und Riesenadler. Ja. Ermöglicht übrigens auch die Rekrutierung von Kriegsadlern und Falken. Ja. Riesenadler und Kriegsfalkenreiter. Also halten wir einfach mal fest. Wäre nett, wenn wir nicht diese Regeln hätten. Ja, dann wäre das tatsächlich wahrscheinlich ganz cool. Ne? Ja. Ja, ich halte diese waldelfischen Kriegsadler und Falkenregimenter eigentlich sogar für ganz gut, weil man bei denen dann halt relativ viele aufstellen kann, ne? Weil die ja ohnehin so schießen. Also die in Kombination ohnehin mit dieser Plänkel-Schießarmee sind, glaube ich, schon sehr, sehr probat. Boah, ey. Muss dieser scheiß Ork echt zu mir kommen? Ich hasse ihn. Ihn und alles, was grün ist. Moment. Dann gehst du nachher mal noch direkt hier zum Laubschneider. Das ist dann auch eine Form von Autoaggression, ne? Oh, ich muss meine Armee noch umbenennen. Die hat bestimmt irgend so einen dämlichen Namen, ne? Ah ne, warte mal. Die Armeen haben ja gar keine Namen hier, ne? Das ist ja nur der Gen, der so heißt, ne? Mhm. Ah, damn, ja. Okay, das scheint nichts Besonderes zu sein, was da rumläuft.
Witzig. Nee, ich denke, ich sollte das hier anders machen. Was bringt mir das? Das bringt mir nichts hier. Gehen wir mal das hier zurück. Reiß ich ab, baue dann dafür das andere Ding dahin. Ich habe eine Mission mal erteilt. Ah, ja, ja. Ist das das Ork-Massiv oder sind es die massiven Orks, die da sind? Das sind massive Ork-Massiv-Orks. Boah, ey, was muss ich denn noch machen, dass der mit mir nicht Angriffspakt macht, ey? Ich kann gerade eben die ganze Zeit nur immer meine Runde beenden, weißt du? So, kein Spiel gerade eben möglich, weil ich so wenig Freiraum habe. Mhm. Ich habe keine Luft zum Atmen, obwohl ich im Wald stehe. Eieieiei, das ist nicht gut. Dabei wissen wir alle, wie gesund die Waldluft ist, ne? Mhm. Ich glaube, da hat man auch mal Untersuchungen gemacht, ne, ob die, wie sich die Immunkörper im Blut entwickeln, ne? Wenn du irgendwie jeden Tag so, keine Ahnung, eine Stunde durch den Wald läufst oder irgendwie sowas, ne? Naja, Wald filtert auf jeden Fall eine ganze Menge. Also da ist halt einfach sehr viel frischer Sauerstoff, wenn halt ein bisschen sonnig ist. Und ansonsten ist der Wald ohnehin, glaube ich, ein Ort, wo halt auch insgesamt ja, Abgase, vor allem wenn du ein bisschen tiefer im Wald bist, sehr, sehr schnell einfach auch rausgefiltert werden. Die bleiben halt auch einfach am Blattwerk, am Buschwerk hängen in der Zeit. Also interagieren damit halt. Ich meine, es ist nie restlos weg, aber im Grunde ist der wie so ein natürliches Netz, kann man sich durchaus schon vorstellen. Und ich denke da natürlich immer sofort an unseren wunderschönen Grüngürtel. Oh, da kommt ein Ork. Ja, das ist der läuft jetzt vor mir weg. Hat auf einmal gar keinen Bock mehr mit mir zu spielen, nachdem ich auf einmal da war. Und gesagt habe, Quenelle ist aber meins, Junge. Kannst du mal schön stecken lassen. Hast du irgendwie, du hast gerade eben kaum Einheiten, ne, weil du das gerade eben ja auch bedingenst hast, ne? Möchte ich hier den Gipfel von Paravon bauen? Ich glaube, der bringt dir nicht so viel, oder? Er brächte mir auf jeden Fall Boni bei Riesenadlern wahrscheinlich. Riesige Adler, genau das, was du willst. Zu dumm, dass die kein Geweih haben. Zu dumm, dass der Adler kein weihnachtliches Symbol ist. Ja. Eine Taube würde vielleicht gerade noch so durchgehen als Friedenstaube, aber diese Falken und Adler eher nicht so. Wäre schon sehr viel Science-Fiction deinerseits notwendig, um das zu erklären. Hä? Schon geil, das ist mir für ein komisches Gefuddel ist hier an, hä? Ein Gefuddel? Was ist denn ein Gefuddel? Hä? Warte mal, ja, lauf jetzt mal hier hin. Oh, ich hab Bordelo angetroffen. Wo? Okay, da drüben ist es klar. Neu. Ja, ich hab Bretonen angetroffen, ne? Also hier. Neue Bretonen zum Treten, ja, schon klar. Fraxina, Drago. Neuer Dünger sozusagen. Ne? Neuer Dünger für den Waldboden. Wir raspeln die klein und dann streuen wir die so ein bisschen hier. Oh, hier sind Tiermenschen. Weißt du, woran ich die sehe? Chaos-Korruption? Oh Gott, Hilfe. Exakt. Alles gut? Ja. Boah, was war denn das gerade? Entschuldigung. What happened? Ich weiß es nicht. Ich habe mich aus dem Stegreif heraus verschluckt. Autsch. Das klang auch unangenehm. Das war auch unangenehm. Uiuiui. Ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken. Da nimmt man einmal mit Cam auf und dann sowas. Es musste passieren. Wahnsinn. Ja. Hui, sogar so arg, dass mir das linke Auge tränt. Autsch, aua.
Ja, also keine Ahnung, woher das gerade eben kam. So. Dann brauchen wir mal das da rein. Ich muss nämlich jetzt hier irgendetwas tun. Für meine Verlustverstärkungsrate hier. So. Denke. Warte mal, wenn ich jetzt hier hingehe, müsste ich den Ork ja sehen. Ja. Da ist so viele Weihnachtsmänner. Du meinst diese komischen? Mhm. Das müsste aber eigentlich gehen, oder? Mamma mia, ey, ohne Witz. Also das war gerade ein Novum für mich. Also ist auch noch nicht ganz abgeklungen. Ist, glaube ich, ganz gut, dass wir die Folge gleich beenden müssen. Dann kann ich mich ausrüsten, ey. Ja, ja. Wahnsinn. Dann noch mal ein Versuch. Ein gescheiterter Welcher. Kann man nichts machen hier. Die sind einfach alle unvernünftig. Gut. Das war schon wieder mein Turn. Blanker Wahnsinn. Ja, ich muss mir jetzt auch überlegen, wen ich mir als nächstes da mal so ein bisschen genauer angucke. Wen man sich da so gönnt, ne? Frieden verhandelt, Piraten von Sartosa und Bordello. Okay. Klingt spannend. Oh Mann, ey. Das ist halt echt, also... Die Kylostra, ne, das habe ich ja nochmal angeguckt, ne, die hat ja echt geile Skills, ne, so mit den Boni für die Sirenen und die Lifetime-Sucher. Dann halt die ganzen, diese Spells, die sie halt natürlich hat, ne, ihre Zaubersprüche. Mhm. Dann noch so ihre normalen Eigenschaften, die sie so hat, dass sie auf einem, wie heißt das Ding da, verwesenen Leviathan oder was das ist, ne? Dass sie da noch mit drauf rumhoppeln kann, das ist ja auch mega cool, ne? Ja, wobei ich mir nicht so ganz sicher war, ob das so krass war. Warte mal, haben die gerade... Weil da gerade jemand den Krieg erklärt? Das sah gerade für mich noch ein bisschen gefährlicher aus, aber jetzt gerade denke ich mir so... Weil das ist, glaube ich, einfacher als das hier da sich anzugucken, ne? Pass auf, warte mal. Das ist krass, ey. Ja. Sag mal, ist der Ork eigentlich an dir vorbeigelaufen einfach? Sag ich nicht. Ach ja, immer dieser Kindergarten hier. Ready for bossing! Ich denke aber auch, dass wir jetzt gleich die Folge beenden müssen. Ich denke auch, ja. Rechnung haben wir 45 Minuten. Und dann kriege ich mein Problem mit dem Hals hoffentlich gleich. Ah, ich sehe da was, okay. Ich sehe was, was du auch siehst. Und das heißt Orion und hat ein paar Hörner. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, freue mich
auf den nächsten Part mit euch. In diesem Sinne, alles Gute und Pax Vobiscum. Valete. Tschüss.